Yoko. Hallo, Louie. Hallo, Yoko. Hallo, liebe Freunde. Nanu, was ist das? Ein Ballon. Er sieht mir gar nicht nach einem Ballon aus. Doch, doch. Sieh mal. Was ist das? Hm? Wirklich ein Ballon. Das ist wie ein Trampolin. Hast du dir jetzt wehgetan? Das hat vielleicht einen Spaß gemacht, Louis. Du solltest es auch probieren. Du, ich weiß nicht. Ich wäre sehr überrascht, wenn das ginge. Warte, das werden wir gleich haben. Warum will das bei mir wieder nicht gehen? Ich denke mal, du bist einfach zu klein, um so einen großen Ballon aufzublasen, Yoko. Ich habe nur gedacht, es wäre doch so schön, wenn du auch mal mitfliegen könntest. Ich habe eine Idee. Ich bin gleich wieder da. Warte hier. Dann starte ich einen zweiten Versuch. Bin ich. Ich werde uns jetzt einen Heißluftballon malen. Ein Heißluftballon? Was ist denn das? Wirst gleich sehen. Um einen Heißluftballon zu malen, fange ich zuerst mit einem Viereck an. Aber Louie, so ein Ballon ist doch rund. Das ist ja auch nicht für den Ballon, Yoko, sondern für den Korb, in dem wir stehen, wenn wir dann fliegen. Das ist er. Und dann ziehe ich zwei Striche gerade hoch. Und dann kommt ein Querstrich oben darüber. Jetzt kommt ein kleines Viereck in die Mitte. Du guckst so freundlich. Möchtest du mir helfen, Yoko? Du weißt doch, im Helfen bin ich ganz groß. Dann komm. Oh, danke schön, Louie. Dann malst du jetzt einen großen Kreis. So groß wie möglich. Du musst dir immer vorstellen, dass du eine große Glühbirne malen würdest. Verstehst du? Schon klar. Zufrieden? Fabelhaft, würde ich sagen. Sieht allerdings aus wie eine umgedrehte Birne. Du sagst es, Yoko. Aber essen würde ich die auf keinen Fall. So, und jetzt müssen wir unseren schönen Ballon wohl noch... ausmalen! Na dann, frisch ans Werk. Warte, warte, warte. Lass mich, lass mich. Gefällt's euch? Gut gemacht, Yoko. Wisst ihr, ich wollte es unbedingt machen, weil ich doch weiß, wie gut ich im Ausmalen bin. Ja, ganz hübsch gemacht. Aber er ist noch nicht fertig. Was ist mit dem Korb, hm? Also, alle Mann an Bord. Geht's jetzt wirklich los? Ups, fast hätte ich's vergessen. Was ist denn das für eine Flamme? Tja, die brauchen wir. Damit erhitzen wir die Luft im Ballon. Bist du noch zu retten? Warum denn? Weißt du, heiße Luft ist nun mal leichter als kalte Luft. Wenn sich unser Ballon mit heißer Luft gefüllt hat, fliegt er rauf in den Himmel. Oh, du bist ja so schlau, Louie. Oh, es geht los, es geht los. Auf geht's, auf geht's. Da hast du's, Louie. Jetzt kannst du auch mit dem Ballon fliegen. Wenn du einen Heißluftballon malen willst, fang mit dem Viereck für den Korb an. Es folgen zwei senkrechte Striche nach oben mit einem Querstrich. In das obere malt ihr noch ein kleines Viereck. Und dann über das, was wir schon haben, einen Kreis, so groß wie möglich. So wie eine große Glühbirne oder auch wie eine ganz normale Birne. Das könnt ihr dann ausmalen in allen Farben, die ihr habt. Ganz wie ihr wollt. Hey, sieh mal dort.
Dein Heißluftballon, Joko. Mein Ballon, sagst du? Aber ja, wir fliegen jetzt um die Wette. Fertig, ja? Aber ja, sicher. Wie kann ich die Geschwindigkeit von dem Ballon beschleunigen? Die Flamme höher drehen, Joko! Natürlich! Gut gemacht, Joko! Jetzt aber los! Fang mich, wenn du kannst! Hey, du! Du schummelst doch, Louis! Gute Reise, Louis! Gute Reise, Joko! Dann bis bald, Freunde! Meiner Sandburg fertig sein. Bitte schön. Und mit dem Windrad hier wird sie noch sehr viel hübscher aussehen. Ja, nicht schlecht, Louis. Oh, mein Hut. Haltet ihn. Stürmisch heute. Joko, was kann man spielen, wenn es so windig ist? Oh, naja, wir könnten in unserer Stube bleiben, da weht kein Lüftchen. Wir könnten uns auch eine heiße Tasse Schokolade machen. Ich weiß was Besseres. Wie wär's, wenn wir uns vom Wind treiben lassen? Oh ja, ja! Na wunderbar, kommt, es geht los! Hurra! Vom Wind treiben lassen? Da möchte ich schon sehen, wie das gehen soll. Ja? Was hast du denn vor, Louis? Na was schon, ich werde uns ein Boot malen. Es ist ein Boot, das angetrieben wird von, na? Also, so viel steht fest. Dass sich Boote nicht von alleine bewegen. Die haben nämlich keine Beine. Hab ich recht, Freunde? Ja, genau. Das stimmt. Aber mein Boot wird vom Wind angetrieben, weil es ein Boot mit Segeln ist. Ich zeig's euch. Ich ziehe jetzt einen Strich für den unteren Teil des Rumpfes. Und hier auch einen Schrägstrich. Genau so. Und jetzt? Das ist der Rumpf. Das Wichtigste. Und jetzt kommt das, was genauso wichtig ist, der Mast. Joko, könntest du den Mast verlängern? Flieg damit nach oben. Kein Problem, Captain Louis. So richtig, ja? Wunderbar. Und wozu ist der Mast? An irgendwas müssen doch die Segel hängen. Verstehe, aber wo sind die Segel? Ich sehe keine. Lass nur, das erfährst du noch früh genug, weil du mir nämlich helfen wirst, sie zu malen. Ich? Aber ich weiß nicht, wie man Segel malt. Das geht ganz einfach. Mach dir mal keine Gedanken. Ich male einfach einen Strich gerade rüber bis zur Rückseite. Das ist das Heck. Und du, Joko, du malst mit dem Stift einen Strich rauf zur Spitze des Mastes. Jawohl, Herr Kapitän. Richtig so? Na, fabelhaft.
Und jetzt malen wir gleich das zweite vordere Segel. Dafür ziehe ich den Strich von hinten zur Vorderseite des Bootes. Verstehst du? Und wofür ist das? Das zweite Segel. Dann mal los! Na, zufrieden, ja? Einwandfrei. Jetzt müssen wir es eigentlich nur noch... ausmalen! Ah, die schlauen Freunde. Komm nur, komm, es geht los, Joko. Hau ruck, hau ruck. Los geht's, Louis. Auf geht's, Joko. Das ist schon ziemlich dumm. Dass Boote keine Beine haben. Oh nein, ich kann nicht mehr. Ach was, Louis, meine Handschuhe. Du schaffst das, wirst sehen, Louis. Oh, was ist denn jetzt los? Yippie, gut gemacht, Joko. Habt ihr gesehen, wie stark ich bin? Ja, klar. Dann, Matrose Joko, Schiff ahoi. Wir bewegen uns gar nicht von der Stelle. Warum? Weil dummerweise kein Wind wehen will. Darum. Oh nein! Warte, ich versuch was. Na, gute Nacht. Yippie! Der Wind hat sich's überlegt, Freunde. Dafür bin ich jetzt aber Kapitän. Schiff ahoi! Um ein Boot zu malen, fangt ihr mit dem Rumpf an. Einen Strich für den unteren Teil des Rumpfes, einer drüber und zwei Schrägstriche, die alles verbinden. Dann kommt ein Mast dran und die Segel. Zwei Dreiecke. Eins vorne und eins hinten. So, und jetzt? Tja, jetzt muss es nur noch ausgemalt werden. Und dann vergesst nicht, euer Boot ins Wasser zu schieben. Gute Reise! Und wir sehen uns bald wieder. Also dann, mach's gut, Louis. Mach's gut, Joko. Schneller als ich. Was ist in Wirklichkeit so? Ich brauche wegen meiner kurzen Beinchen meine Flügel. Du hast recht. So wird's sein. Also was ist denn? Machen wir noch eins oder nicht? Okay. Aber mir fällt da was ein. Warte auf mich. Er will vielleicht was ganz Schnelles malen, aber da kann er malen, so viel er will. Ich gewinne doch. Pass gut auf, Joko. Was soll denn das sein, Louis? Ein fliegender Teppich? Geduld, meine Liebe, du wirst es gleich erkennen.
Ich male eine abgerundete Linie, die vorne anfängt. Dann so eine Welle. Ungefähr so. Ich gebe es zu, es ist ein Riesending. Aber auch mit diesem Riesenschuh wirst du mich nicht schlagen. Aber das ist doch kein Schuh, das wird ein Auto. Es gibt kein Auto, das so aussieht. Warte nur, bis die Räder dran sind. Dann ist es sogar ein Rennauto. Ich male ein Vorderrad. Dann werde ich ein Hinterrad malen. Ja, komm mal her. Hey. Schon passiert. Bitte, ein Hinterrad. Danke, Yoko. Schon okay. Je früher das Auto fertig ist, desto eher können wir unser Wettrennen starten. Hi. Fertig? Warte, Yoko. Wenn das Auto fahren soll, braucht es ein Lenkrad. Jetzt, wo wir das Auto soweit haben, müssen wir es nur noch... ausmalen! Schlaue Freunde habe ich. Ich übernehme die Reifen, da wirst du staunen. Was ist denn nun? Kann's losgehen? Schon lange. Auf die Plätze. Fertig, los. Yoko! Oh, Entschuldigung, da habe ich wohl einen Fehlstart gemacht. Hör mal, man startet zusammen. Mag ja sein, aber wie soll das gehen? Freunde, startet ihr doch das Rennen für uns. Machen wir! Und auf die Plätze! Fertig! Los! Das nennt ihr ein Rennen? Oh, klar! Ja, Kurse! Los, Yoko! Hallo, ich Glaubst du, das heißt umsonst Rennauto? Noch ein Rennen, ja? Ich hab nichts dagegen. Natürlich müsste ich auch so ein flottes Rennauto bekommen wie du, Louis. Kein Problem, Yoko. Juppie! Um ein Auto zu malen... und alle Wettrennen zu gewinnen... malst du zuerst eine gerade Linie. Dann eine abgerundete für die Vorderseite des Autos. Dann kommt ein Halbkreis für den Fahrersitz. Richtig. Und dann kommen wir zur Rückseite des Autos. Und dann... oh ja, natürlich. Nicht das Lenkrad vergessen. Dann malt ihr die Räder. Schön rund natürlich. Alles andere könnt ihr ausmalen, wie ihr wollt. Die Farbe spielt keine Rolle. Na, gefällt's dir? Guck's dir ruhig an. Gar nicht übel, aber meine Flügel sind mir doch lieber. Hey, kommst du jetzt, Louis? Bin schon da, Yoko. Also, wenn ihr fertig seid mit euren Autos, starten wir sofort ein Rennen. Also dann bis bald, Freunde. Bis bald, Louis. Bis bald, Yoko. Möge der bessere Rennfahrer gewinnen. Oh.